Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute mache ich eine schnelle Lasagne auf meine Art, wie ich sie so mache. Und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Ich benutze für meine Lasagne die Lasagneblätter, die man nicht vorkochen muss. Dann habe ich 1 Kilo Hackfleisch, 350 Gramm geriebener Käse, 2 Packungen Ricotta, das sind insgesamt 500 Gramm, eine etwas größere kleingehackte Zwiebel, 1 Esslöffel Tomatenmark und eine Flasche passierte Tomaten und Olivenöl. Und dann kommen noch Gewürze dazu, so wie Salz, Pfeffer, Thymian, ein bisschen Knoblauch und Muskatnuss. Und jetzt können wir auch schon loslegen. So, ich fange an mit der Hackfleischsoße. Als erstes brate ich ein bisschen die Zwiebeln an. Und Augenmaß ein bisschen Olivenöl, ich würde sagen so 2 Esslöffel. Während die Zwiebeln wurzeln, habe ich jetzt auch schon mal meinen Backofen angeschaltet auf 180 Grad. Jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Und ungefähr so eine Zehe Knoblauch. Während das Hackfleisch brutzelt, mache ich schon mal die Ricotta-Soße, und zwar nehme ich diese beiden Packungen Ricotta-Käse. Die rühre ich so ein bisschen auf. Dann kommt ein bisschen Muskatnuss rein. Ein bisschen Salz. Und so eine Handvoll ungefähr von dem geriebenen Käse. Ja, noch ein bisschen mehr. So anderthalb Handvoll. Und ich tue jetzt ein ganz bisschen Wasser dazu. Ich habe jetzt mal so eine halbe Packung von dem Ricotta-Käse an Wasser. Die Ricotta-Soße ist jetzt auch fertig. Hackfleisch hat jetzt ein bisschen vor sich hingebrutzelt. Jetzt tue ich die Tomatenmark da rein. Das ist natürlich eine schnelle Variante einer Lasagne. Eine Original-Lasagne beinhaltet ja auch noch Sellerie und Karotten und so. Und das Ragout, also die Hackfleischsoße, muss auch längere Zeit köcheln. Dann ist es eine echte Lasagne. Ich mache heute einfach nur mal eine schnelle Variante, ohne Gemüse bzw. ohne Sellerie und Karotten. Einfach nur ganz schnell. Und vielleicht mache ich ja irgendwann mal die Original-Lasagne, die richtig lange dauert. Mal sehen. So, ich habe jetzt die Tomatenmark verteilt. Jetzt kommt eine Flasche passierte Tomaten rein. Ich mache kurz zu. Die Hälfte der Flasche fülle ich jetzt nochmal mit Wasser auf und gieße das auch noch mit hinzu. Kommt da noch ein bisschen Thymian dazu. Und noch ein bisschen Pfeffer. Das lasse ich jetzt noch mal so 6-7 Minuten köcheln. So, die Hackfleischsoße ist jetzt fertig.
Ich habe bewusst ein bisschen Flüssigkeit, also ein bisschen Flüssigkeit muss ja auch da sein, damit die Lasagneblätter, die werden ja auch, die gehen ja auch, sind ja Nudeln quasi. Und ein bisschen Flüssigkeit muss da sein. Es darf keine zu trockene Lasagnesoße sein. So, meine Soße ist jetzt fertig. Ich habe sie nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Wer will, kann natürlich noch Chili und so dazu tun. Und soweit habe ich alles fertig. Jetzt kann ich anfangen, die Lasagne zu schichten. Als erstes kommt ein bisschen von der Soße auf den Boden der Form. Ein bisschen Käse. Mal so ein Klecks von dem Ricotta-Käse. Auf die oberste Schicht tue ich natürlich mehr Ricotta drauf, weil ich habe ja keine Bechamelsoße benutzt und der Ricotta sollte schon den oberen Part der Lasagne bedecken. Deswegen tue ich da jetzt den meisten Ricotta-Käse drauf. So, und hier kommt jetzt der restliche Käse drauf. So, die Lasagne ist jetzt fertig und kann in den Backofen. So, die leckere Lasagne ist jetzt fertig, aus dem Backofen raus. Und jetzt lasse ich sie noch mal so 10 Minuten stehen, bevor ich sie serviere. So, meine super schnelle Lasagne ist jetzt fertig. Probiert sie unbedingt mal aus. Die ist ohne Bechamelsoße und wirklich ganz schnell gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.